Das weiß auch ich ein nicht. Landei. Hansestadt Rostock, natürlich. Entschuldige. Ihr dürft euch gar nicht Hansestadt nennen, ey. Pfui. Hansestadt Rostock, Hansestadt Wismar. Ah, war, ja, war, war, war. Hansestadt Stralsund. Wer, 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 wer. Ich glaube, wie viele gab es? Hansestädte? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. 15? Irgendwas zwischen 11 ich und 15? Ich bin Schweriner. Keine Ahnung. Hier bei uns gibt es einen Mann, der Bäume ganz fantastisch geschnitten hat. Der Bürgermeister von Tübingen ist sein Sohn. Aber ist er noch lebig? Ich weiß, dass das auf dem Kennzeichen steht, lieber Sigi, das ist ja das Schlimme. Ja. Heidelberger haben wir 2 Stück aus der Nähe. Das ist schade. Hat er denn sein Wissen an seinen Sohn weitergegeben? Eigentlich kriegt man da viel mit, wenn man den Papa beobachtet. Kaffeemarsch, geht sofort los. Nehme ich sofort in Anspruch. Tatsächlich bin ich der Meinung, man lernt mehr aus Erfahrung als beim Lehrgang. Ja. Das ist meine Meinung. Palme. Ich glaube, der Name sollte mir vielleicht was sagen, oder? Helmut Palme? Mhm. Keine Ahnung. Sagt mir tatsächlich nichts. Dann bin ich beruhigt. So, Leute, wir machen einen Biohof auf. Ich bin dabei. Schöne große alte Gärtnerei wieder eröffnet. Schön Biohof aufmachen, da wäre ich dabei. Ich kenne noch jemanden, der dabei wäre. Manu. Ja, die würde noch einen Lebendhof machen. Ein Gewächshaus nur mit Pilzen? Nein, nein, aber die würde noch einen Lebendhof daneben machen. Plus Gnadenhof, sag ich doch. Hab ich doch gesagt. Siehst du, ich kenne meine Schweine am Gang. Ist so. Ist so. Boris Palmer ist der sehr streitbare Tübinger Bürgermeister. Auf Weiher. Ich glaube, da muss ich mich mal kündig tun. Bundesleitung auf Feld 13 abgeschlossen. Schicke unsere Hühner vorbei. Derzeit tragen 18 deutsche Städte die Bezeichnung Hansestadt. Dies sind, sind Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Anklam, Demmin, Lüneburg, Salzwedel, Stendal, Havelberg, Osterburg, Gardelegen, Stade, Seehausen, Bremen, Hamburg und Lübeck. Ja, also die meisten davon kenne ich sogar. Ich kenne nicht alle, aber die meisten kenne ich tatsächlich sogar. Ja, ich wusste es nicht mehr genau, wie viele es mittlerweile sind. Lernen tut man das meistens, wenn man selber macht. Ja, do it yourself, genau. Mhm. Do it yourself, genau so sieht's aus, Jens. Ich werde bei die Tiere mit. Ja, siehst du? Huch, Pause. Brauchst du eine Pause? Nein, ich brauche keine Pause. Ich fahre hier gemütlich vor mich her und kann hier sogar nebenbei lesen. Das ist ja, das, deswegen habe ich mir gedacht, so beim Dings, beim Landwirtschaft ist das nicht so. Du willst die Hühner reiten? Wer will die Hühner reiten? Was? Da kann man auch reiten und so ziehen. Wow, eine Freundin von mir betreibt einen Permakulturhof. Oh, weia. Ei. Reiten sollte man besser einen Lehrer lernen. Was? Einfach einen Lehrer lernen? Lavisitchen, ich hoffe, du hast das Richtige gemeint. Lavisitchen, ich hoffe, du hast das Richtige gemeint. Sattelt die Hühner, wir reiten nach Texas. Stimmt, da gibt's ja diesen Spruch. Genau, meine Sie.
Sattel die Hühner, wir reiten nach Texas. Wer weiß, okay. Schokobo reiten. Was? Schokobo. Ich bin, glaube ich, nicht gebildet genug. Das Spiel hast du, glaube ich, nicht gespielt, das glaube ich. Nein, ich bin nicht gebildet genug, was das betrifft. Final Fantasy. Schokobo reiten. Aber ich schätze mal, Final Fantasy war was für Manu, die dürfte das auch noch kennen. Theoretisch. Wohl Final Fantasy weiß ich gar nicht. Schokobo reiten. Eieiei, Lavisinchen. Es fällt jetzt fertig, 50. Wo sind die 50? Aber ist nicht so ihrs, okay. Wir kennen es aber nicht so ihrs. Okay. Jetzt ist Soll ich dir sagen, dass ich Feld 13 fertig habe? Ja, ich habe gerade Feld 50 fertig gemacht. Feld 13 war schon vor 10 Minuten fertig. Nein. Hat er mir schon vor einer Ewigkeit angezeigt. Ja, aber ich mache das zu Ende, ist doch klar, oder nicht? Ja, ich verschwende hier keinen Dünger. Ja, doch. Machst du, oder? Für die paar Risse da? Na, Risse nicht, aber so. So, wo muss ich denn jetzt langfahren? Ich weiß es nicht. Wo bist denn du schon wieder? Links hinten. Also muss ich jetzt nach links fahren? Ja. Und dann fährst du vor unserem Hof die Straße hoch. Du fährst jetzt auf unseren Hof zu und genau vor unserem Hof, da wo die Tunneldurchfahrt ist, die Straße fährst du komplett hoch. Dann kommst du, das letzte Feld auf der linken Seite ist Feld 9. Hier? Nein. Nein, weiter. Das ist Feld 23 neben dir. Dann kommt noch Feld 24 und hinter Feld 24 fährst du hoch. Direkt an unserer Hofmauer, an unserer Hofhecke. Ah ja, ich sehe. Hey, du bist ein guter Navigator. Aber ich traue dir nicht. Du würdest mich auf der Autobahn auch nach rechts abschicken, nach links abschicken. Bitte wenden. Hier bitte wenden. Ja, das würdest du tun. Ich traue dir. Cool. Ganz ehrlich, ich frage mich immer noch, wie man mit einem Navi zum Beispiel im Hafenbecken landen kann. Gut, da muss man wirklich konfus sein. Also... Everybody was Kung Fu fighting. Ja, dass das einige schon geschafft haben, dem Navi zu folgen und dann im Hafenbecken landen. So, jetzt muss ich gleich links. Ich sehe das Feld. Oh. Das ist das Gerstenfeld. Ja, das ist wirklich eine Strafe. Ich habe hier ein großes Feld nach dem anderen. Hast du gut. Ich habe Feld 50, Feld 51 und dann gleich die 60 noch hinterher. Alle so eine großen Felder. Augen mehr am Navi wie am nach vorne. Ja. Mhm. Es gab Zeiten, wo ich, wenn ich jetzt vor allen Dingen weite Strecken gefahren bin, da habe ich mich auch viel zu sehr auf mein Navi gestützt. Ne? Aber umso sicherer ich wurde... Ich finde es immer nur ganz gut, wenn mein Navi mir sagt, wo Staus sind, große Staus sind, die ich umfahren kann. Da finde ich das Navi ganz, ganz wertvoll tatsächlich. Da hast du vollkommen recht, Andi. Ganz ehrlich, ich möchte gerne mal so 10 Leute aus irgendeiner Menge picken, denen allen mal eine Karte in die Hand drücken und dann fragen, du, wo ist der Ort? Oh, das könnte ich. Karte fahren kann ich eigentlich. Ne? Also ich könnte nach... Ich glaube, der Großteil würde nicht mehr mit mir eine Karte fahren. Ich könnte, wenn ich jetzt als Beifahrer, ich könnte dem Fahrer navigieren. Das kann ich gut. Ja. Was? Nix. Wenn ich die Karte vor der Nase habe, könnte ich dem Fahrer navigieren. Nee, darum ging's gar nicht. Was? Der Navigator ist der Anweisungen gibt. Ja. Ja. Ich, ja, als Beifahrer gibst du dem Fahrer Anweisungen.
Wenn du die Karte auf dem Schoß hast. So, jetzt müssen wir erstmal eine gerade Strecke finden. Bin ich jetzt gerade zu blond oder was willst du jetzt von mir? Nein, nein, nein. Die Chefin hat das Sagen. Da kommt die Domina durch. Ich bin also... Glaubst du das? Ich war früher immer das analoge... Das meine ich. Das analoge Navi, wie Lavi schreibt. Für meinen Mann auf großer Fahrt. Ja, das meine ich. Genau das. Boah, Lavi, die ärgern mich. Was würde ich niemals tun? So, Dille. Ich werde mich mal gleich wieder gehen zu meiner Lieben in dem Wohnzimmer. Dort schauen wir noch etwas im TV und danach geht's ab ins Bett. Ich sage dann euch allen mal eine recht angenehme Nachtruhe und bleibt alle gesund und munter. Liebe Grüße an die Holde, lieber Siki. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, dich wieder hier regelmäßig zu sehen. Das macht sehr viel Freude. Vielen Dank dafür und natürlich euch beiden eine gute Nacht, noch einen schönen Abend, ne? Ärger zurück. Ja, ich bin nett zu. Manchmal zu nett. So habe ich das nun auch nicht gemeint. Boah. Ruf mich an! Boah, böse ihr seid, böse. Feld 51, 74%. Zu Dings. Zu Dings bin ich nett, genau. Ich bin auch immer mit Straßenkarte gefahren. Ich hatte nie ein Navi gehabt. Okay. Ach komm schon, das kannst du besser. Nein, ich bin voll lieb. Oh Gott sei Dank, da hinten steht eine 7. Gott sei Dank, da die letzte Ziffer ist eine 7. Gut. Sage, fast getroffen. Ich bin ja so stolz auf die 7. Ganz ehrlich, ich muss gar nicht viel steuern, aber ich komme hier irgendwie heute ins Schwitzen. Was ist bei dir kaputt gegangen? Hast du noch alle Latten am Zaun? Der krampfhaften Lachen oder so. Jetzt stecke ich mich extra nochmal nach dem Leffi nicht an Trina ärgern, bitte. Oh, danke schön, liebe Grit, danke schön. Dankeschön. Da ist sie jetzt extra für aufgestanden. Ihr seid unmöglich, ihr Männer. Ist ehrlich. Ich kann doch nichts dafür. Nein, nein. Natürlich nicht. Oh, ganz schön dreckig. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, Krischi und Dono Nenno, die kommen gleich wieder raus, du. Ich hab gar nichts gemacht. Sie hat geschwitzt und er hat gemault. Ah. Nein, also ich könnte als Beifahrer, tatsächlich. Navigieren. Ich weiß noch, als Kind habe ich auch ab und zu vorne bei Pubs gesessen und habe auch die Karte in der Hand gehabt. Da haben wir mal einen Ausflug gemacht mit einem Caravan oder so. Schön durch Deutschland. Das ging damals alles noch mit Karte. Ihr habt euch nicht im Griff. Oh ja. Was? Immer wenn ich hier gucke, ist das für mich nicht ganz ungefährlich, Trolle mit Keule und so. Das ist gut. Das ist gut. Ich mag deine Trollen. Ich krieg auch Drohungen. Es wird dann der Regierung Bescheid gegeben. Ja, ist auch so. Oh.
Kart und Stadtplan sind komischerweise komischerweise sind angekommen, ja. Und mit dem Navi sitzt im Hafenbecken. Das ist leider die traurige Tatsache. Genauso. Eigentlich müsste es wirklich so sein, dass in jedem Auto neben dem Verbandskasten und Warndreieck und so weiter auch immer noch eine Karte sein. Ob Navi vorhanden oder nicht. Genauso. Das müsste eigentlich so eine Sache sein, die immer vorhanden sein müsste. Die guten alten Faltkarten. Oh, wir hatten 50.000, ne? Oh, weia. Also ich weiß, dass... die Keule. Manu, ist die Keule sehr sympathisch. Okay. Also solange wir sie nicht beim Viehtreiber oder Elektroschocker sind, geht alles. Bis vor kurzem hatte ich tatsächlich auch noch einen Atlas im Auto. Warum abgeschafft, Beringer? Die Kinder heute denken, das ist ein Strickmuster. Ja, wahrscheinlich. Obwohl, die noch lernen sie ja im Atlas, ne? Und oder keine Ahnung. Also benutzen, ne? Ich hatte damals noch einen Atlas, wie gesagt, und der war immer in meinem Dings. Und Geografie war... Geografie? Ja, Geografie war das, ne? Ich komme immer durcheinander mit Geometrie. Geografie war eigentlich immer eigentlich mein Lieblingsfach. Ich bin zu lange raus. Ich habe auch noch einen Atlas von 2000. Ja, finde ich gut. Absolut in Ordnung. Natürlich. Elektrisch. Ja, ist klar, Manu. Ist klar. Aber ich glaube, die können heute keinen Fahrplan mehr lesen. Oh, das haben wir. Also bei uns an den Schulen wurde tatsächlich das, das nennt sich hier in Hamburg HVV-Rallye. Das haben die mit ihren Klassen gemacht. Buspläne, Haltestellen etc. Hier haben die es gelernt tatsächlich. Die mussten dann auch so eine Stadtrallye machen. Die mussten dann von A nach B und hatten dann die und die Zeit. Oh, das war schon cool. Ja, ganz ehrlich, umso größer die Stadt, umso komplizierter sind die Pläne auch. Ja, ja. Meinen letzten Atlas gab es die DDR noch. Also nicht mehr ganz so up to date, das stimmt. Bei der versteckten Kamera hat man vor vielen Jahren mal Passanten mit einem Schnittmuster statt Karte nach dem Weg gefragt. Ah, okay. Sofern ich sie richtig rumhalte. Ja, das ist bei Manu das Problem. Erstmal richtig rumhalten und dann wird sie es auch finden. Ja, also, dass sie nicht vor Intelligenz strotzen, Jens, es ist tatsächlich, naja. Da sage ich weniger zu. Ich habe sogar noch gelernt, mit Karte und Kompass Marschrichtungszahlen zu bestimmen und danach durchs Gelände. Das könnte ich nicht. Da bin ich raus, Beringer, da wäre ich raus. Da wäre ich tatsächlich raus, das könnte ich nicht. So. Ich gucke nach einem Stern. Ich kann dir mal Sterne verpassen. Dann siehst du den ganzen Himmel. So.
Oder wenn du in der Natur bist, die Richtung zu bestimmen. Ja, Richtung, das geht ja noch mit Kompass. Das kriegt man ja noch hin. Ja, mit Kompass. Er meint wahrscheinlich in der Natur so. Nee, das kriege ich nicht hin. Aus, oder? Weil ich war auch kein Farbfinder oder sowas. Na, Norden findest du auf jeden Fall. Du musst nur die Bäumchen angucken, ne? Das Moos wächst immer auf der nördlichen Seite, wenn es die feuchte Seite des Baumes ist. Ja, und da macht sich das Unterschied. Ich bin tatsächlich komplett in der Stadt groß geworden. Solche Dinge habe ich immer nur, oder meistens nur theoretisch. Genau, Beringer. Genau. Polarstern zeigt nach Norden. Da kommt. Der Polarstern ist aber, glaube ich, immer das Seltenste, was du benutzen kannst, weil dazu müsste der Himmel auch mal frei sein. Ja. Das ist aber so ein Problem mit dem Polarstern. So, fällt 60, ich bin jetzt 81%. So. Na, komm ich vorbei? Nein. Doch. Reicht das? Okay. Ja, reicht. Ja, eigentlich ist es die Venus, genau. Aber eigentlich ist die Venus der Stern am Nachthimmel. Warte, ich kann gleich lesen wieder. Gleich kann ich wieder lesen. Eigentlich ist es die Venus der Stern. Ja, ist in dem Bereich der hellste. Die Richtung weist. Hm? 60-90%. Ja. Ich bin auch gleich mit meinem dritten Feld fertig. Für irgendwas muss die AG Junge Sanitäter ja gut gewesen sein. Ich kann auch Druckverbände, stabile Seitenlager und offene Knochenbrüche. Schienen. Und du hast auch richtig viel in deinem Leben schon gemacht, war Beringer? Ganz ehrlich, das Traurige ist, das musst du heutzutage für einen Führerschein machen. Für einen Führer, ja, das weiß ich schon, aber Schienen, Knochenbrüche, Schienen nicht. Nee, Schienen nicht, aber jetzt wollte so ich gerade sagen, oder also, sowas, das lernst du ja, da ja. Eigentlich, wie der gemacht wird. Ja, das ja. Problem ist, du kannst jemanden fragen, der gerade einen Führerschein gemacht hat, der weiß davon nichts mehr. Das ist einmal in den Kurs rein und dann, Ja, ich musste öfters mal, mein wegen Gesundheitszeugnis und so weiter, hat man ja viele Sachen auch so oft so viel gehabt, ne? Auf unsere Farm. Wir machen eine große Farm auf, genau. Beringer macht die Krankenschwester. Falls was passiert.